Faszination Flugschau. Meistens sind es vor allem Motorflugzeuge, die mit spektakulären Vorführungen das Publikum unterhalten. Anders bei den Bavü Air Games im badischen Oppenau. Was als regionaler Gleitschirmwettbewerb begann, ist heute eine der meistbeachteten Veranstaltungen der internationalen Szene des freien Fliegens. Piloten und Sportler aus der ganzen Welt zeigen spektakuläre Tricks und Stunts auf höchstem Niveau. Im Schwarzwald dagegen sind die Wetterverhältnisse stabil. Von Schwenningen aus startet das Fürstenberg-Fallschirmteam Richtung Oppenau. Ihre 54 Jahre alte Do-27 ist eine Rarität und Pilot Hans-Jürgen Götz ist gleichzeitig einer der Besitzer in einer Haltergemeinschaft. An Bord sind dieses Mal 4 Formationsspringer des Teams. Schon kurz nach dem Absprung öffnen sich in 3000 Meter Höhe die Schirme und das Team beginnt sich in der Luft zu formieren. Die 4 planen nun einen Stapel. Dabei haken sich die Springer mit den Füßen in den Leinen der Kollegen ein. Präzision und sicheres Manövrieren ist gefragt. Bleib so! Oh, Peter, bleib so! Geh weiter rechts, Peter! Und bremsen ein wenig! Nach kurzer Zeit steht die Formation. Nicht nur ein Akt von Konzentration und Körperbeherrschung, die Voraussetzung sind mehrere tausend Trainingssprünge. Vom Boden aus sind die Steuerbewegungen kaum zu sehen. Dann formieren sich 2 Springer zu einer weiteren bemerkenswerten Figur. Eine Art Spiegelflug, bei dem es in hohem Tempo abwärts geht. Die Landung ist für die Springer Routine. Anspruchsvoll sind die Figuren in der Luft, bei der sich die Springer immer wieder sehr nahe kommen. Wenn man sich verheddert, hat man zum einen für den äußersten Notfall hat jeder ein Messer dabei, wo ich dann im Ernstfall Leinen cutten kann. Aber grundsätzlich das Wichtigste beim Kappenformationsfliegen ist, dass man keine Entscheidungen ohne Absprache trifft. Weil unter Umständen das Leben vom einen in der Entscheidung des anderen liegt.